Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es hoch hinaus und zwar mit dem ältesten Luftfahrzeug des Menschen, dem Heißluftballon. Sich einfach mal vom Wind treiben lassen und die Welt von oben sehen. Das habe ich mir heute vorgenommen und um das Ganze natürlich auch realisieren zu können, habe ich mich dazu mit den entsprechenden Experten verabredet und das sind in diesem Fall die Jungs vom Ballonteam Perspektive aus Koppenbrücke. An unserem Startplatz hier im Welfengarten in Hannover bin ich bereits. Ja, Platz steht definitiv ausreichend zur Verfügung. Das Wetter stimmt auch, fehlt also nur noch die Crew und das besagte Flugobjekt. Hier in diesem unscheinbaren Anhänger liegt bis jetzt noch alles verborgen, aber das wird sich gleich ändern, nämlich unter der Anleitung von Heiner Rodewald. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass wir dich heute begleiten können, Heiner. Ja, wir wollen gleich in Richtung Sonnenuntergang starten. Bei der Planung ist mir so ein bisschen aufgefallen, es gibt entweder nur ganz frühe Termine oder eben die in den Abendstunden. Warum ist das so zeitlich eingeschränkt? Durch die Sonneneinstrahlung wird die Luft sehr unruhig, also auch Thermik genannt, unter Segelfliegern sehr beliebt, für die Ballonfahrer überhaupt nicht beliebt. Und man muss immer thermikfreie Zeiten suchen für das Ballonfahren. Und das ist eben entweder früh morgens, kurz nach Sonnenaufgang oder in den Abendstunden, so die letzten 2-3 Stunden vor Sonnenuntergang. Mhm. Aber Ballonfahren kann man schon das ganze Jahr über, oder? Man kann das ganze Jahr über, nur die meisten Menschen assoziieren Winter kalt, nicht schön, überhaupt Outdoor-Aktionen zu machen und deswegen fahren wir im Winter fast überhaupt nicht. Mhm. Wobei man sich vorstellen könnte, dass diese schneeweiße Landschaft hier auch reizvoll ist, oder? Wenn wir sie denn mal haben, ja, dann ist das so. Also das ist schon toll, über Schneelandschaft zu fahren. Ja, aber es ist sehr selten, dass das möglich ist. Jetzt freuen wir uns ja sowieso auch erstmal über den Sommer. Ja. Warum heißt das eigentlich Ballonfahren und nicht Ballonfliegen? Naja, weil der Ballon bewegt sich in der Luft nicht. Er wird eins mit der Luft nach dem Start, bewegt sich also immer mit der Luft mit. Und alles, was fliegt, hat Eigengeschwindigkeit und erzeugt den Auftrieb durch den Vortrieb, also dass die Tragflächen umströmt werden. Und beim Ballon gibt es weder eine Umströmung noch eine Tragfläche. Und deswegen nennt man das Fahren dann. Der Wind ist ja nach wie vor ein wichtiges Kriterium, auch wenn ihr dann an den Startplatz fahrt. Du hast deswegen einen Ballon mitgebracht. Wie läuft das ab? Könnt ihr den noch einsetzen, um da was zu sehen dran? Ja, also wir haben vorher, bevor wir oder schon bei der Planung berücksichtigt, wie die Wetterprognosen sind, die Windprognosen sind. Ich habe jetzt gerade eben noch mal beim Wetterdienst angerufen und habe mich erkundigt, wie der Höhenwind ist. Und das ist jetzt eigentlich nur, um die lokalen Verhältnisse tatsächlich zu prüfen. Wir lassen den jetzt los. Ich gucke mit dem Kompass, ob das sich deckt mit dem, was ich vom Wetteramt eben gehört habe. Und das macht dann ein gutes Gefühl, wenn sich das deckt. Okay, ich verstehe. Ja? Sollte sich sicherlich, ja, ne? Genau, sollte sich decken, genau. Ja, dann lass ich den mal los, gerne. Ne? Und dann gucken wir mal, was passiert. Was hat dir der Ballon jetzt gesagt? Welche Erkenntnis haben wir? Ja, also der Mann vom Wetteramt hat mir gesagt, wir hätten eine Strömung aus nördlichen Richtungen. Und der Ballon ist ziemlich genau nach Süden gegangen. Das ist also ist ganz gut, nicht? Das deckt sich so. Okay, wunderbar. Ja. Und das heißt ja, es ist ja auch üblich bei euch, jeder, der mitfährt, der hilft auch mit. Ja. Das stimmt. Was würde das jetzt als erstes dann zu tun geben? Als nächstes müssten wir jetzt den Korb rausladen. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir den Ballon auslegen, kann dann der Korb entsprechend hingestellt werden. Und ja, damit würden wir jetzt anfangen. Okay. Ja. We got the dreamer's disease.
Der Ventilator pustet jetzt ordentlich Luft hier rein. Wie viel Luft fasst so ein Ballon? Dieser hier hat 6000 Kubikmeter. 6000. Und du hast jetzt gerade noch mal kontrolliert an den Seilen. Was schaust du nach? Ich schaue nach, dass keine Knoten in den Seilen sind und dass alle Seilrollen freigängig sind. Okay. Und schlussendlich das Prinzip ist, jetzt ist es noch kalte Luft und die wird dann durch den Brenner erwärmt und deshalb steigt dann der Ballon? Genau, so ist es. Und im Moment haben wir hier halt noch relativ viel Böentätigkeit. Also so ganz wird das auch nicht rausgehen. Es wird ein sportlicher Start. Sind wir gespannt. Ja. Ja, was sonst am Himmel immer so klein aussieht, ist dann doch so nah sehr, sehr riesig. Ich bin beeindruckt, Heiner. Wir sind jetzt mittlerweile oben. Ging ziemlich schnell, der Start, muss ich sagen. Ja. Und wir mussten auch gar keine Sandsäcke abwerfen, ne? Nein, das ist, bei Heißluftballonen gibt es keine Sandsäcke, weil man den Auftrieb durch Nachheizen erzeugen kann und deshalb das Gewicht nicht reduzieren muss, wie bei Gasballonen. Und bei welcher Temperatur steigen wir dann schlussendlich? Ja, so heute bei 80, 85 Grad. Ja, nicht wundern, liebe Zuschauer, das kann in Abständen immer mal laut werden, denn das ist im Prinzip ja die einzige Möglichkeit, wie du auch uns steuern kannst, ne? Viel mehr Einfluss hast du gar nicht. Also im Moment versuche ich einfach nur vage zu fahren, das heißt keine Höhe zu verlieren und auch keine zu gewinnen, also in der gleichen Höhe zu fahren. Da die Hülle aber durch die Außenhaut Temperatur verliert, muss immer wieder nachgefeuert werden. Wie hoch können wir eigentlich hinaus? Also wir dürfen bis auf 3000 Meter steigen. Außerhalb von kontrollierten Lufträumen. Und das ist hier im Weserbergland zum Beispiel möglich. Hier in Hannover dürfen wir nicht so hoch, da dürfen wir nur 750 Meter hoch maximal. Wäre jetzt auch die nächste Frage dann. Kontrollierter Luftraum, sagst du, Flugzeuge kommen uns hier nicht entgegen? Wir können uns entgegenkommen, aber wir haben auf jeden Fall Vorfahrt. Also im Luftverkehr ist das geregelt, wer vor wem Vorfahrt hat. Und Ballone haben immer Vorfahrt, weil sie halt nicht steuerbar sind. Was auch auffällt, ist, dass es hier oben wahnsinnig windstill ist. Ist das normal? Das ist normal. Also der Ballon nimmt die Windgeschwindigkeit an. Wir werden eins mit dem Wind und mit der Luft und bewegen uns mit der Luft mit. Und ich finde, durch den Brenner ist es dann auch eher warm bzw. heiß als kalt, oder? Es ist einmal natürlich warm dadurch, dass wir keinen Wind im Korb haben. Und zum anderen, also die gefühlte Temperatur ist schon mal hoch. Und dann auch gibt es diese Rückstrahlung vom Brenner, die hier teilweise sogar abgeschirrt ist mit Blechen, damit man das nicht so ganz so doll empfindet. Liebe Zuschauer, es ist wirklich herrlich. Darüber nachdenken, dass wir hier so in einem kleinen Korb nur stehen, darf ich zwar nicht, aber dafür ist das Gefühl einmalig. Wir genießen jetzt hier die Fahrt und den Ausblick noch weiter. Sie muss sich leider in eine kurze Pause verabschieden, aber danach geht es hier direkt weiter aus der Luft, denn schließlich steht uns auch noch die Landung bevor. Ich bin gespannt, wie es wird. Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Bis gleich.
Glück ab und gut Land, liebe Zuschauer. So grüßt man sich unter Ballonfahrern. Und damit herzlich willkommen zurück zu Tag auch. Ich begleite heute Heiner Rodewald vom Ballonteam Perspektive bei seiner doch recht außergewöhnlichen Arbeit. Heiner, den Platz hier oben, den würdest du, glaube ich, ungern tauschen, oder? Nee, den finde ich ganz gut. Der gefällt mir, der Platz, ja. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich werde jetzt Ballonpilot? Ja, ich habe mein Hobby erstmal zum Beruf gemacht. Aber das war nicht Ballonfahren, das war Drachenfliegen. Ich habe Drachenflieger ausgebildet, war ganz begeisterter Drachenflieger, habe da ganz viel Zeit mit zugebracht. Und das war so eine Trendgeschichte. Das hörte einfach irgendwann auf. So 2000 war da dann endgültig Schluss mit. Und dann habe ich mit dem Ballonfahren angefangen, weil ich wollte in der Luftfahrt bleiben einfach. Und jetzt hast du mit Sicherheit schon wahnsinnig viel aus der Vogelperspektive gesehen. Was ist so das Schönste für dich an all dem? Es ist eigentlich, dass es jedes Mal anders ist. Also man fährt nie zweimal die gleiche Richtung, man hat nie zweimal, ja manchmal schon, die gleichen Personen wieder an Bord, aber es ist trotzdem jedes Mal anders. Also die Personen wechseln, die Landschaft wechselt, der Landeort ist immer ein anderer und die Menschen, die man da trifft, sind auch jedes Mal andere. Das ist sehr abwechslungsreich. Ja, genau. Und hast du noch ein Traumziel, von wo du gerne mal starten würdest? Irgendwo vielleicht auch im Ausland oder gefällt es dir über Hannover am besten? Ach, es gibt immer mal wieder so Ansätze. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, in Mexiko Ballon zu fahren und das würde mich schon sehr reizen. Aber das hat einfach bisher nicht gepasst. Aber es wird irgendwann wird sowas passen, denke ich. Also in Südamerika hätte ich Lust, Ballon zu fahren. Ja, wer weiß, vielleicht passiert das ja bald. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit deinen Mitreisenden? Wir sind jetzt hier zu siebend. Sind die alle immer gut drauf oder gab es auch schon mal ein paar Schwindelattacken? Eigentlich gar nicht. Also es haben ganz viele Personen Angst vor dem Ballonfahren. Also mit Schwindel, mit Höhenangst und so. Und die sich dann trauen mitzufahren, die empfinden das nicht so. Ja, also das Höhenangst ist ein Phänomen, was beim Ballonfahren eigentlich nicht auftaucht. Also ich muss auch sagen, persönlich, für mich ist es ja auch das erste Mal. Ich hatte es mir auch, ich will nicht sagen schlimmer vorgestellt, aber man denkt wirklich gar nicht drüber nach. Es ist wahnsinnig ruhig, man hört fast nichts und man schwebt einfach, ne? Genau. Das ist das Besondere beim Ballonfahren. Es ist halt einfach völlige Ruhe im Korb, abgesehen mal vom Brenner. Das ist wahr. Und der kommt dann, man erschrickt sich dann doch in Abständen mal. Und ja, trotzdem, wir, ich sag mal, über allem schweben, sind wir doch nicht ganz unbeobachtet, denn es gibt zumindest immer einen, der uns im Auge behält und das ist der Ballonverfolger. Genau. Ihr habt im Prinzip immer Funkkontakt dann, ne? Wir haben Funkkontakt, naja, und er sieht uns auch meistens ganz gut. Wenn der Straßenverlauf so einigermaßen zu unserer Driftrichtung passt, dann sieht er uns auch. Ich habe auch gerade gesehen, er hat uns eingeholt und natürlich ist auch heute eine Kamera dabei. Wie genau und präzise sind da eigentlich die Angaben, die du per Funk bekommst? Was sagt Heiner dir? Ja, ich kriege von Heiner nach Möglichkeit Windrichtung und Geschwindigkeit und auch schon mal Orte, an die ich mich orientieren kann, in welche Richtung es geht, genannt. Ist es nicht eigentlich der etwas unspektakulärere Job, da unten, ich sage mal, dem Ballon einfach nur hinterherzufahren? Könnt ihr das irgendwie ausgleichen? Naja, unspektakulär ist es schon. Sicherlich ist es im Korb interessanter und schöner. Aber auch die Verfolgung unten auf der Straße ist jedes Mal anders. Man kommt in andere Gebiete, es ist immer wieder neue Herausforderungen. Wie schwierig ist es, sich sowohl auf die Straße als auch eben auf den Ballon zu konzentrieren? Ja, das sind doch schon manchmal spannende Situationen. Man muss auf den Verkehr achten, man muss versuchen, so ein bisschen Blickkontakt zum Ballon zu halten. Also man muss schon recht aufpassen dabei. Und geradewegs zum Ziel kann man sich ja bei deiner Fahrt nicht behaupten, ne? Wäre schön, wenn du bestimmt manchmal querfeld einfahren könntest, oder? Ja, das kommt manchmal jetzt schon mal vor, dass man auch mal über so ein abgemähtes Stoppelfeld fahren muss oder ja auch mal den Feldweg doch dreimal hin und her, weil es doch ein bisschen im Zickzack geht. Mhm. Gab es schon mal eine Situation, wo du den Ballon eigentlich aus den Augen verloren hast? Ja, die gab es auch schon mal. Also meine längste Zeit, die ich gesucht habe, war eine Stunde.
Oha, das ist ja dann doch lang. Ich denke, heute hast du uns gut im Blick. Wie sieht das aus? Kommst du dann eher vor dem Ballon an oder eher danach? Also wir versuchen das möglichst irgendwie entweder früher oder zumindest zeitgleich da zu sein, weil das dann doch die Hilfe gebraucht wird bei der Landung eben. Und dann ist es halt ratsam, möglichst da zu sein. Wunderbar, danke schön. Ja, danke. Tja, liebe Zuschauer, wo genau der Ballon landen wird, das weiß in der Tat nur der Wind, Heiner. Ich hoffe, dass er es gut mit uns meint. Wie schätzt du die Lage ein jetzt? Naja, wir werden den Marienberg mit der Marienburg noch überqueren und dahinter werden wir uns dann, wie wir sagen, was Hübsches suchen. Das kannst du von hier oben relativ gut einschätzen, oder? Naja, wir gehen dann weiter runter und es wird dann so ein Stück nochmal bodennah gefahren. Da ist meistens dann nochmal eine andere Windrichtung auch. Und dann muss man einfach gucken, was sich auf dieser Linie an Möglichkeiten bietet zum Landen. Wir waren jetzt ja fast eine Stunde in der Luft. Ist das so die übliche Fahrzeit? Ja, also eine Stunde fahren wir immer. Das ist immer so eine Stunde plus 10, 20 Minuten. Und wenn es dann gleich zur Landung geht, worauf kommt es da an? Worauf müssen wir achten? Dass wir vielleicht möglichst weich landen, ja. Und das war halt, also am schönsten ist natürlich eine Wiese. Oft landen wir auf Feldwegen, weil es Wiesen nicht mehr so viele gibt. Und freie landwirtschaftliche Flächen gibt es in dieser Jahreszeit natürlich gar nicht. Also hoffen wir mal, dass wir nicht umkippen. Ja, mal sehen. Ansonsten heißt es ducken. Genau. Dann müssen alle auf Tauchstation runtergehen. Heiner, ein bisschen Erleichterung fühle ich schon, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Ich würde sagen, sportlich war es, ja, oder? Sportliche Landung, ja. Wie häufig kommt es vor, dass es doch recht robust und dass man sich so ein bisschen gut festhalten muss? In aller Regel geht zur Landung der Wind raus, ja, dass es immer weniger wird und so. Und das ist heute halt nicht so richtig der Fall gewesen. Also wir haben eigentlich fast die gleiche Geschwindigkeit wie zu Anfang gehabt. Und auch hier so, wir sind jetzt hinterm Marienberg runtergegangen in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen in den Windschatten des Waldes kommen. Ja. Das hat sich nicht richtig ausgeprägt. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis und viel Schnacken ist auch nicht, denn wie am Anfang gilt auch am Ende, alle helfen mit, ne? Genau, jetzt geht die Arbeit los. Wir müssen schnell wieder einpacken, ehe es dunkel wird. Genau, machen wir das. Und nun, Marin, beim Feuer, das uns getragen, bitte, den Kopf gesenkt in tiefer Demut, der edle Tropfen und ein wenig von der Ackerkrume, trägt sich fort an den Titel. Comtesse Marin zu Hannover, verwegene Abenteurerin der Lüfte mit rasanter Landung an der Marienburg im blutroten Sonnenuntergang. Na, wenn das nicht ein schöner Name ist. Bitte sehr. Vielen Dank. Nun kommen wir zur inneren Anwendung der Getränke. Ja, alles auf Anfang, kann man sagen. Alle Spuren unseres tollen Ausflugs sind wieder beiseite. Hier sieht es eigentlich aus wie vorher. Ich bin ja sehr beeindruckt nach wie vor. Wir wurden gerade auch noch in den Adelsstand erhoben und getauft. Was genau hat es mit diesem Brauch auf sich? Naja, jeder Ballonfahrer wird bei seiner ersten Fahrt in den Adelsstand aufgenommen. Nach alter Tradition und Sitte
aus dem Jahre 1783. Ja, die Urkunde beweist es. Ich habe auch einen ganz hervorragenden Namen. Das wird sich auf jeden Fall bei mir in der Erinnerung platzieren, das Ganze, dieses ganze Erlebnis. Ja, schlussendlich ist es ein toller Nebenaspekt. Ich denke, alle, die jetzt interessiert sind, können sich ja definitiv bei euch melden. Wie gefragt ist eigentlich diese Art der Luftfahrt? Es ist nach wie vor, es ist einfach was ganz Besonderes. Viele lassen sich das zum Geburtstag schenken oder für besondere Anlässe, Hochzeiten, Silberhochzeiten. So, dafür ist das ist ein schönes Geschenk. Und ja, bleibt natürlich die Frage, was kostet der Spaß? Es kostet 190 Euro bei einer Einzelbuchung, auch für zwei Personen. Ab drei Personen gibt es ein bisschen Mengenrabatt, 180 Euro. Also das ist im Moment so unser Preis. Und kann dann jeder eigentlich grundsätzlich Heißluftballon fahren oder gibt es da auch gewisse Einschränkungen? Es kann im Prinzip jeder fahren, also er muss eine Stunde stehen können im Korb. Ja, und gut, manche haben Schwierigkeiten, in den Korb reinzuklettern, aber da sind wir so behilflich, dass das eigentlich für jeden möglich ist. Es ist sogar dann auch noch möglich, wenn gar nicht rübergeklettert werden kann, dann haben wir auch die Möglichkeit, solange der Korb noch liegt, reinzukrabbeln. Das wird also auch häufig gemacht. Interessant zu wissen, aber wenn man dann erstmal drin ist, dann kann man genießen, ne? Genau, dann ist es also, wie gesagt, dann ist es eine Stunde stehen, muss man können. Und ansonsten gibt es eigentlich keine körperlichen Belastungen. Prima, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es gerne wiederholen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und dass wir euch heute begleiten durften. Das freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Heiner, mach es gut. Liebe Zuschauer, ich muss jetzt erstmal die ganzen Eindrücke verarbeiten. Ich hoffe, auch Sie konnten es genießen. Ja, und adelig verabschiede ich Sie hiermit und freue mich aufs nächste Mal. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just